Heute backen wir Kräuterstangerl. Für den Teig brauchen wir 500 Gramm Weizenmehl, 10 Gramm frische Gerben, 10 Gramm Salz, 60 Gramm zimmerwarme Butter, 40 Gramm lauwarmes Wasser und 250 Gramm lauwarme Milch. Als erstes geben wir Milch und Wasser in eine Schüssel. Darauf kommt dann Mehl, die zimmerwarme Butter, Salz und Germ. Im Anschluss wird alles zu einem glatten, geschmeidigen Germteig weiterverarbeitet. Danach lassen wir den Teig ca. 20 Minuten rasten. Nachdem der Teig gerastet hat, teilen wir ihn in 50 Gramm Stücke und schleifen die Stücke zu Kugeln. Die Kugeln lassen wir dann wieder 10 Minuten rosten. Zum Bestreichen brauchen wir noch 30 Gramm weiche Butter und gemischte Kräuter nach Saison, die natürlich frisch aus dem Garten am besten schmecken. Jetzt rollen wir jede Kugel zu einem ca. 30 cm langen Strang aus und bestreichen ihn dann mit dem Gemisch aus weicher Butter und Kräutern. Die Stangerl lassen wir nochmal ca. 10 Minuten rasten und backen sie dann im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Heißluft für ca. 10 bis 15 Minuten. Dann können wir uns die knusprigen Stangerl gleich schmecken lassen.